Hey Leute, im heutigen Video werden wir uns eine Ultimate Champion Draft Chess ansehen. Insgesamt haben wir 4 Draft Chess dabei, beginnen mit der ersten. Danke auf jeden Fall an Lichtle-Fan. Und wir schauen erstmal, was wir ziehen. Ziehen die Bogenschützen, ziehen hier den Elixiersammler, sehr schön. 19 Mal Mega Minions auf jeden Fall auch geht, damit auf Level 10. Haben jetzt hier die letzte Legendary Card, denke ich mal, dabei. Ich hoffe auf jeden Fall, dass wir eine gute Tat ziehen. Holz oder Holzfäller, passt eigentlich ganz gut zusammen. Ja, Holzfäller tendenziell denke ich eher besser. Und wir haben sogar noch 30 Mal den Dark Prince, würde ich auf jeden Fall mitnehmen. Dark Prince und Avalon, beide sind sehr nice eigentlich, ich würde eher den Dark Prince nehmen. Ja, genau, 30 Mal Dark Prince, sehr nice Aufnahme, wir kommen jetzt sofort zur Ultimate Champion Aufnahme. Danke auf jeden Fall schon mal an Suchteffekt. Wir können uns auch mal die Truhe mal kurz am Anfang hier ansehen. 226. Global hat er gefinisht, Ultimate Champion gerade so. Ich hatte auch gestern zu Gast als Ultimate Champion Profi, als Wienwiffer Profi eben, Ultimate Champion, auf jeden Fall ziemlich krass. Gut, die ersten Karten sind jetzt nicht so wichtig. Ich bin eher gespannt, wie viele epische Karten es eben vor allem aus dieser Truhe gibt. Das ist jetzt auch nicht so wichtig. 128 Mal Sepp oder 128 Mal Skelettfass. Ja, Barenfass ist in Ordnung. Seppis? Ja, Seppis ist in Ordnung, würde ich sagen. Ja, genau. 251 Stück sind verdammt viele. 46 epische Karten. Sie haben 46 Mal den Packer mit. Und jetzt sollte es wahrscheinlich 2 Legendary Cards geben. Mal schauen. Frag ich eher welche. Ja, genau. Das ist relativ eindeutig. Mega-Ritual der Nachthexe ist dann relativ eindeutig für die Nachthexe und so viel auf jeden Fall zur Ultimate Champion. Und damit kommen wir noch zur Draft Chest von Panama. Der war damit Champion. 1234 global. Wie gesagt, er ist der beste Free-to-Play-Spieler Deutschland. Deutschland sollten wir auf jeden Fall kennen. Kriegen schon mal 21 Mal World Giant. Ja, gut. Eat-Baban ist eigentlich relativ egal. Skelettfass. Ja, ist noch nicht ganz Max, klar. Würde ich erst Mega-Minion auf jeden Fall mitnehmen. 47 Mal ist ganz ordentlich. Guards. 5 Mal Guards auf jeden Fall besser. Okay, ein bisschen Executioner, weiß nicht warum. Musketieren oder Inferno-Turm wäre für mich relativ klar Musketieren. Genau, Inferno-Turm wäre mir, ja, ist nicht mehr so stark eigentlich. Okay, das ist eindeutig Baby Dragon. Ganz ist keine Frage. Oh. Okay, für ihn scheinbar nicht. Okay, interessant. Das ist zu warm fast genommen. Hätte ich gar nicht jetzt gedacht. Gut, die legendären Karten 2. Ja, 2 Stück. Holz oder Eismagier? Eher das Holz. Und damit kommen wir auf jeden Fall zu meiner Auswahltruhe. So. So, damit kommen wir noch zu meiner Truhe. 3692. Global ist jetzt nicht ganz so stark. Ich habe halt eher weniger Bock gehabt zu pushen, ist trotzdem in Ordnung. Ich meine, über 5500 Trophäen ohne groß. Eigentlich, ich habe nie gepusht im Grunde genommen. Direkt hier in die Truhe rein. 5580 Trophäen waren es, glaube ich, am Ende. Meister 3, Auswahltruhe, können bis zu 2 legendäre Karten werden im besten Fall. Und wir haben schon mal 6900 Gold. Ich hoffe auf jeden Fall, dass wir eine gescheite legendäre Karte bekommen. Wäre das egal, oder? Nee, Magier ist noch nicht ganz Max, du. Ist eigentlich schon relativ egal, ehrlich gesagt. Das ist auf jeden Fall egal, da habe ich eh beide maxed. So, jetzt wird's spannender. Epische Karten sind sehr entscheidend. Ich brauche im Grunde genommen vor allem Double Prince, wünsche ich mir. Aber eigentlich brauche ich so ziemlich alle epischen oder legendären Karten. Würde ich sagen, nehmen wir uns dreimal den Henker mit an der Stelle. Okay, nächste Karte. Wahrscheinlich jetzt selten, ne? Ja, oder? Ja, stimmt, die habe ich eh maxed. 8000 extra Gold ist auch nicht übel. 8000 extra Gold für uns. Damit haben wir jetzt insgesamt auch schon fast 100.000 Gold oder über 100.000 Gold. Jetzt 32 epische Karten. Ich nehme auf jeden Fall die Wächter, Wächter sind übel geil. Ich feiere ich übel die Karte. Ballon ist auch stark, aber Wächter kann ich halt auch in Golem-Decks zum Beispiel spielen oder in Riesendecks. Jetzt hoffe ich auch 2 legendäre Karten, los geht's. Es können 2 legendäre Karten noch werden. 1 oder 2 ist jetzt die Frage. Holzfäller oder Eismagier? Wir haben 2. Boah, das ist halt geil. Das ist richtig lucky, das ist übertrieben lucky. 2 legendäre Karten. Double Holzfäller oder Double Eismagier ist die Frage. Das ist eine gute Frage, oder? Entscheiden wir uns, ob ich sagen, an der Stelle für den Holzfäller, weil ich ihn eher mit Beatdown spielen kann. Und ich denke, so war auf jeden Fall zum heutigen Opening. Und ich bin damit raus, Leute. Bis zum nächsten Video. Ciao.